Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Fußballfreunde. Hier sind wir wieder bei Let's Play Ultimate Team. Ja, und bei Folge 1 habt ihr ja gesehen, wir haben ein Pack-Opening gehabt von EA Sports mit den Geschenken. Jo, da haben wir so ein bisschen was mehr rausgekriegt und dann habe ich natürlich so die ersten Offline-Spiele gemacht in Liga 10, habe mich da dann auch durchgesetzt und habe jetzt mir eine Bundesliga-Mannschaft von Mittelklasse-Format angelegt, mit denen ich jetzt auch gleich gegen das Team of the Week für euch antreten werde. Wie ihr seht, habe ich mir Tim Wiese geholt, Ömer Toprak von Leverkusen, dann habe ich hier Dominguez von Gladbach, Außenspielen Tresch und Schäfer, dann haben wir Inui von der Eintracht zusammen mit Rode, dann haben wir den Neuschalker Kevin Prinz Boateng, den habe ich übrigens zum ersten Mal im Kader, dann Kuh von Wolfsburg und Varinha von Wolfsburg, ja, und natürlich ganz vorne haben wir Diff von Hannover. Auf der Bank haben wir noch Junusovic und wir haben noch Kevin Großkreuz und Max Kruse, die ebenfalls eingesetzt werden können. Also das ist eine ganz nette Bundesliga-Mannschaft. Manager habe ich noch keinen, einfach weil mir derzeit noch die Kohle dafür fehlt. Hole ich als nächstes ins Boot, wenn ich denn dann noch ein paar Münzen habe. Und die Münzen, die holen wir uns jetzt, indem wir das Team of the Week challengen. Gucken wir mal, wer so dabei ist. Wir sehen hier ein Team mit Nuri Sahin und Luis Suarez. Auch wenn die eben gerade gegen Arsenal 2-0 verloren haben. Ja, und der Rest ist, glaube ich, denke ich, relativ schlagbar hier. Das ist eigentlich sehr gut für uns. Auf der Bank sind noch Ricardo Schiraci, Zaher Mané, Zakri kennt man noch, Camilo, okay. Also es ist keine Mega-Mannschaft und deswegen spielen wir auf Weltklasse. Da kriegen wir 600 Münzen für. Und vielleicht ist dann möglich, dass wir... warum haben wir denn da gerade... nur noch Chemie 67. Na, ist ja egal. Trikots haben wir eben so ein bisschen neuere, andere jetzt. Wir treten also an gegen die Mannschaft. Wie gesagt, Weltklasse logischerweise. Heute 6 Spielminuten. Das ist nun mal vorgegeben vom System, wie ich immer so gern sage. Und hier sehen wir ja die Juf hier. Ah, ja, okay, das ist unsere neue Arbeitskleidung. Okay. Gut, die haben wir eben auch in einem Bronze-Sack gezogen, die ich für den Aufstieg aus Liga 10 bekommen habe. So, wie gesagt, mit Wiese, Tresch, Dovinges, Toprak, Schäfer, Co, Rode, Varinha, Inui, Boateng und Diff gehen wir ins Spiel. Diff ist der Kapitän in dem Fall. Wir spielen ein 4-2-3-1-System. Relativ flexibel eingesetzt. Und mal gucken, was das Team of the Week dagegen setzt. Hier ist es. Timao, Zündner, Benatia, José Angel, Sahin, López, Tosic, Dos Santos, Suarez, Cordodo. Was? Haha, Moment. Corrado und Parolo oder sowas, den kenne ich persönlich überhaupt nicht. Wir sind die Truppe in den schwarzen Shirts mit Kevin Prinz Boateng und natürlich Varinha, der jetzt hier gelaufen ist, schon einen Meter. So, Rode. Wie gesagt, Team of the Week Challenge ist immer so eine Sache, lauter Informspieler und der Computer hat ein bisschen was dazugelernt. Schöne Flanke von Varinha, Duff kommt nicht dran. Ah, jetzt sind wir ganz offensiv hier, Zoran Tosic jetzt am Ball hier, der ehemalige Kölner, glaube ich. Guter Ball war das leider, aber Toprak sollte den eigentlich verhindern. Ja, Dominguez ist da, okay. Alvaro Dominguez ist da. Hat auch gleich hier wieder die Chance, Christian Tresch ins Spiel zu bringen. Tresch auf Co. Oh, stark von Tosic hier. Ah, und Dominguez macht das sehr gut auf seiner Seite. Varinha, jetzt müsste da unten mal was angeboten werden. Ja, läuft dann ins Aus mit dem Ball. Nuri Sahin. Also wie gesagt, das ist immer so eine Herausforderung. Team of the Week. Die stehen immer nicht so schlecht. Und Dominguez, klasse Ecke. Mit lauter Informkräften ist das natürlich auch so eine Sache. Zumal mein Team jetzt nicht unbedingt brilliert durch starke Einzelspieler. Ich habe einfach das gekauft für meine Münzen, was ich kriegen konnte. Bin ich ganz ehrlich. Und zum Beispiel Inui hier, der hat mich positiv überrascht. Der ist schnell und wendig, auch wenn er sich hier gerade auf den Hosenboden setzt und einen grausamen Ball spielt. Zoran Tosic, der nervt mich ganz schön. Tresch. Sahin, der ist weg. Zoran Tosic nervt ganz schön. Ja, jedenfalls gibt es die eine oder andere Überraschung. Ich denke, mit Tim Wiese kann man nicht so viel falsch machen im Ultimate Team. Für den Kurs, den er gekostet hat, ich glaube 600 Münzen oder so maximal. Ist das alles noch okay? Also ihr seht hier, die gehen hart dran, die Kollegen. Und da müssen wir mit schnellem Fußball dagegen halten. Allerdings, was macht Co. hier? Ich glaube, Tosic hat irgendwie Magnet im Fuß gerade. Achtung. Suarez. Varinha kann sich aber durchsetzen gegen Suarez, immerhin. Ja, durchsetzen ist relativ. Das sind auch so Bugs hier, ey, wenn die Bälle da wegtreten oder sich umlaufen. Könnte sich EA Sports auch mal ein bisschen mehr Mühe geben, muss ich einfach so sagen. So, Varinha, ab geht's jetzt mal hier. Die ist frei, aber alleine gegen circa 10. Die Juff. So, Inui muss warten. Ah, oh, den spielt er viel zu weit hoch. Grausam.
Mein lieber Mann, Serna. Also ich habe mit Kevin Prince Boateng noch nicht gespielt. Das ist zum ersten Mal. Da hat sonst Max Kruse gespielt, der allerdings auch mal eine Pause brauchte, gerade des Fitness wegen Schäfer. Wir stellen das Ganze mal offensiv. Ich dachte, jetzt kommt mal wer hier raus. Virinha. So, gute Aktion. Dresch schickt Boateng. Kevin Prince Boateng zum ersten Mal. Gute Drehung von Boateng. Oh! Unfassbar. Und da kommt so ein 1,20 Meter Männlein erstmal und der drückt natürlich dann den Kevin zur Seite. Ist doch wohl logisch, oder? Achtung, Stellungsfehler jetzt von Dominguez. Der Erste muss hinterher, kommt nicht hinterher. Wiese ist da. Schäfer Wiese, mein lieber Mann. Da sahen wir jetzt natürlich bei dem Konter echt scheiße aus. Und ja, der Ursprung ist, wenn man sich viel aufregt dann, weil Boateng einfach abgelaufen wird von einem Hasenspieler. Dann ist es schon hart. So, guter Ball von Boateng. Schäfer, wieder Boateng. Das war gut gelöst jetzt mal. Oh Mann, da bleibt er stehen. Erst läuft Schäfer und bleibt dann stehen. Guckt euch das an, wie unfair. Jetzt werden wir mal schön wegrätschen. Schade, dass ich nicht getroffen habe. Zoran Tosic. Gegen José Angel, das war knapp. Jetzt mal mit ein bisschen Druck zur Sache. Ja, man kommt schwer dran, muss man sagen. Mit den Über-KIs der Weltklasse-Steuerung. Muss man ganz ehrlich sagen. Guter Ball, aber der war doch abseits. Der war doch eigentlich abseits. Egal, Wiese ist da. Wiese ist da. Co. Virinha. Jetzt guckt euch das an. Boah, heftig. Da kommt gar nichts. Traut sich überhaupt keiner was, oder was, Trash? Ja, ist klar. Er wird abgegrätscht. Okay, macht ja Sinn. Das meine ich halt. Das sind halt Überspieler dann in Form teilweise. Da ist es echt schwer, denen überhaupt einen Ball abzuluxen. Tosic. Ja, wären stark. Oh, und der macht den nicht, der macht den nicht. Eieiei. Also den kannst du den Ball wirklich ganz schwer abluchsen. Und ich muss auch jetzt schon reagieren. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als jetzt schon zu reagieren. Und zu gucken, was bei den Taktiken los ist. Ja, das kennen wir, Aufbauspiel, das ist alles in Ordnung. Aber Schnelltaktiken gewählt hier. Ja, auch das falsche Fenster. Ich bin doch blöd. Spielerrollen, da wollte ich auch nicht hin. Alter! Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Controller-Taktiken, nee, das wollte ich auch nicht. Hoher Druck nach hinten. Das hört sich doch gut an. Das wollte ich dann nochmal sehen. Weil auch ich möchte hohen Druck machen. Aber was ist denn? Nee, egal. Rode. Irgendwie hatte ich da jetzt gehofft, was anderes einzustellen. Und zwar die Arbeitsraten der Spieler. Um zu überprüfen, was da gerade los ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum die nicht nach vorne rücken, die Herrschaften? Eigentlich habe ich das umgestellt. Boah. Wir sind ja mit einem grausamen Ballverlust. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Denn jetzt macht er, ne? Auch nicht! Eieieiei. Was ist denn das für eine Pflaume da vorne drin, ne? Also den muss er machen. Mal ich zugeben muss, jetzt machen wir es ihnen extrem einfach. Ich hoffe, unsere Konzentration geht jetzt wieder hoch. Dominguez. Rode. Jetzt könnte mal. Was meine ich? Da kommt Schäfer nicht nach. Bleibt kleben. Ah. Rode. Dominguez. Dominguez wieder hier. Co. Jetzt muss mal schnell gehen. Da oben. Prinz. Kevin Prinz sieht Inoue, aber leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Jawohl. Gut abgelaufen. Und wieder, ja klar, schießen wir uns selber an. Macht Sinn, oder? Inui. Jetzt endlich kommt der Herr Schäfer auch mal in die Gänge. Gut vernascht, Schäfer. Juff! Oh, Leute! Machen die Juff. Trash! Achtung, aufpassen. Abseits. Alles ist gut. Solltet ihr das Telefon hinter mir klingeln hören, ist mir egal. Sorry. Super geil, sowas. Ich liebe das, wenn mich. Ich werde. Wir werden hier, müsst ihr euch vorstellen, ungefähr dreimal im Jahr angerufen. Das ist immer, wenn ich eine Aufnahme mache. So, und dann muss derjenige eben jetzt warten. Rode. Und da kannst du auch noch 15 Mal klingeln lassen. Ich kann nicht rangehen. So, Juff. Oh, abseits. Ich drehe am Rad hier. Gleiches Halbzeit. In einem echt schwierigen Spiel. Muss ich zugeben von uns. Gegen das Team of the Week. Aber jetzt, Prinz, jetzt kann der hohe Ball mal kommen. Auf Juff, da ist er. Juff gegen 3. Ah, schön aussteigen lassen. Abgezogen. Und der holt immer einen Eckball raus. 4 Minuten gibt es oben drauf. In der ersten Halbzeit. Das ist überragend.
So, Eckball rausgeholt für Marcel Schäfer. Oh, der ist weit nach hinten. Da steht aber Joff in der Luft. Latte! Junge, 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 Junge. Haben wir auch noch Pech dazu. Das war die erste gescheite Angriffsaktion von uns hier. Jetzt stehen wir mal offen, aber ich denke, jetzt pfifft, ja, jetzt laufen sie wie die Bienen da hinten. Uah. Ich werde jetzt in der Pause kurz unterbrechen, weil ich einfach mal gucken muss, wie das mit der Arbeitsrate war. Und ich möchte euch das nicht auch noch antun, dass ihr da meinen Fail miterleben müsst die ganze Zeit und euch angucken müsst, wie ich das Menü scrolle. So, Trash. Den fangen wir ab. Co. Und jetzt ist Halbzeit und jetzt ist auch wirklich gut so, dass Halbzeit ist. Wir müssen, wie gesagt, uns das einfallen lassen. Auch bei 0 zu 0 müssen wir uns mehr, muss mehr kommen. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kleinen Pause. So, und da bin ich wieder. Also, wenn man lang genug sucht, dann findet man es auch wieder. Natürlich war die Arbeitsrate nicht eingestellt. Natürlich ein bisschen, ich will hoffen, dass das nicht in jedem Spiel jetzt nur eingestellt werden muss, der Spieler. Andererseits, ich muss euch das auch nicht wirklich immer antun, wenn man seine Spezialtaktiken da einspielt. Das steht eh, spielt eh jeder anders. Und meine ist vielleicht nicht unbedingt für jeden von euch toll oder, ja, keine Ahnung, nachahmbar. Ich brauche keine Nachahmer, so geil bin ich nicht. So, Rode hier gewinnt den Zweikampf jetzt also. Also, Team of the Week kennt wieder nur einen Weg, der ist Richtung mein Tor. Und wir wollen das Ding verteidigen, aber wir wollen natürlich auch noch einen machen. Jetzt hat Schäfer, toll aufgepasst. Kevin Prinz auf Juff, aber Juff ist ganz alleine. Jawohl, und das brauchen wir nicht pfeifen, warum auch. Für mich war das wieder ein klares Foul. Ey, die Schiedsrichter in diesem Ultimate-Team, die sind eine absolute Katastrophe. Allerdings auch im Karrieremodus, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir reden ja. Prinz. Sehr schön. Jetzt geht nämlich Trash mal mit. Und da kann man auch mal auf den Flügel. Und jetzt setzt sich Verinja sehr schön durch. Verinja. Nochmal. Schießen, Junge. Verinja. Eieieiei. Da ist Hauer da. Aber der war schön gemacht von Verinja. Schöner Spin-Move hier. Und dann, ja, dann mit dem Linken. Nicht so schlecht. Eckball kommt erneut von Schäfer. Und Tosic ist da. Soran Tosic, Fußballgott, oder was? Wir reden hier erneut. Den spielt er aber raus. Auf Co. jetzt. Der hat so seine Mühe. Ich würde die Flanke mal bringen, glaube ich. Der gibt erneut Ecke. Gut gemacht von Co. Erneut bringt sie Schäfer. Jetzt von links. Die kommen ein bisschen besser. Aber erneut einer. Da, Verinja setzt sich durch. Erneut linker Fuß. Jetzt ist er drin. Also, 1-0 Verinja. Geht doch. 56. Minute. Ein schönes Ding. Dritter Rebound war das jetzt, glaube ich, noch eine Ecke. Verinja ist nicht mehr zu halten hier. Nochmal schön der Abpraller hier. Und dann nicht geschossen, gewartet. Ich weiß nicht, wer es ist. Der pennt jedenfalls der direkte Gegenspieler. Und dann trocken ins Eck. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Eine Führung. Und jetzt kann Team of the Week kommen. Und wir können kontern. Das ist genau das, was ich gerne spiele. Und nein, nicht lang und hoch über die Abwehr. Aber natürlich auch mal einen langen Ball. Gar kein Thema. Aber, oi, 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 oh, oi. Schöne Mikrofonbrille, aber das war wieder scheiße von mir. Da ist Verinja, Trash. Ja, oh. Verinja, gut angenommen. Da muss er Juff sehen. Juff sieht Boateng. Boateng könnte Juff wieder anspielen. Juff ist da. Oh, Tim Howard. Endlich kommen wir hier ins Spiel mit schnellem Spiel. Ins Spiel mit schnellem Spiel, sehr geiler Satz. Lopez von Boateng bedrängt. Na also, der Prinz ist im Spiel, würde ich mal sagen. Das war eine sehr gute Aktion von Kevin Prinz Boateng da eben. Auch dessen Arbeitsraten habe ich genau wie von den Außenverteidigern abgeändert. Das sind für mich die Schaltpositionen. Die Flügel, sowohl die defensiven als auch die offensiven. Und natürlich, aufpassen. Wieder diese langen, hohen Drecksbälle, die du echt schwer verteidigen kannst. Boah, und ein Fehler am Aufbau, der nicht passieren darf. Aufpassen. Dominguez ist da. Also wir sind ja immer wieder dann dran. Ja, okay, Verinja will mal Diouf schicken. Jetzt könnte mal wer nachrücken. Ball mal halten. Sehr schön. Zentrum ist eigentlich nicht besetzt, oder? Jetzt kommt auch keiner nach. Da ist Verinja. Giovanni hat aufgepasst. Verinja kann den Ball nicht zurückholen. Jetzt passen wir auf. Jetzt spielen wir es anders. Jetzt versauen wir ihn den hohen Ball, dachte ich eigentlich. Oder wir sind einfach da und fangen ihn ab. Sehr gut. Wieder Verinja. Boateng. Trash. Trash kommt mit Tempo und der Prinz. Oh, schade. Ich wollte eigentlich wieder Diouf anspielen. Und da ist Co da. Co macht das richtig gut. Den habe ich in der Karriere entdeckt für mich. Der ist so schlecht gar nicht. Der hat ganz gute Defensivwerte, der Typ. Wendig ist er auch. Ein guter Sechser. Und ein richtig billiger Sechser. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch ein neues Team aufbaut. Leute, Co ist
eigentlich ein richtig guter Anfang dafür. So, Thresh gewinnt hier das Duell um den Ball, das ist sehr wichtig. 71. läuft, Virinha. Genau, Boateng. Also je mehr Zeit vergeht, desto mehr werden die drücken, das ist wohl klar. Weil ihr seht ja, wir können uns eigentlich nicht mehr rausspielen und deswegen machen wir es einfach tiefenentspannt hier. Spielen es uns schön zurecht und irgendwann müssen sie ja dann mal vorrücken. Inui, den hat man lange nicht gesehen. Boateng, jetzt kommt Inui zu Hilfe, oder? Nicht wirklich. Jetzt hat sich Boateng an dem mal so durchgesetzt, wie ich das vorstelle. Jetzt Inui, da ist Rode. Ah, den Steilpass musste auf Rode spielen, Mann. Der ist schon durch gewesen. Scheiße. Suarez, Achtung. Luis Suarez. Lopez. Oh, der ist 5 Meter abseits, meiner Meinung nach, gefühlt. Der Schein. Und das war er auch, Gott sei Dank. Also die Pfeiferei ist auch katastrophal teilweise. Ich wollte gerade sagen, okay, war nicht deutlich, aber ich habe den deutlich im Abseits gesehen. Parolo, von dem kamen die vorhin, die, ja, der hätte das Ding eigentlich für sein Team entscheiden müssen. Das ist ein echt schwaches Team of the Week von der Sache her, muss ich sagen. Wundert mich eigentlich auch. Cool. Also nicht, dass sie schwach spielen, im Gegenteil, sondern dass sie nicht so stark besetzt sind. Inui. Juff. Sehr schön auf Schäfer. Jetzt ist aber in der Mitte keiner. Daher spielen wir mal kurz auf Inui. Der, Inui, der lässt den Ball ballen. Co. Prinz. Ah. Co. Boateng. Ah, das dauert zu lange, Leute. Rode. Gewinnt gegen Tosic den Ball. Schäfer. Rode. Juff. Mann, Juff. Einfach mal abziehen. Jawohl. Egal. Okay, der Ball ist nicht verloren, das ist kein Konter und das ist wichtig. Todd wächst jetzt nochmal. Todd quasi. Team of the Week. Sackley kommt jetzt, oder was? 8 Minuten vor Schluss. Tim Howard hat den Ball. Und ihr seht, Juffs Leistungsfenster ist auch und ich brauche dringend Fitnesskarten. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich hier über die Runde komme. Wird ihn ja. Jawohl, Juff zeigt's an. Er läuft auch rein. Boateng ist in der Mitte, aber ganz alleine, ja. Das wollte ich erst gar nicht riskieren, dass der Ball schnell wieder weg ist. Dann verliere ich ihn auf solche Art und Weise auch nicht besser. Das Mittelfeld ist geöffnet. Lopez. Aber Schäfer ist da. Sehr gut. Aufpassen. Grundsätzlich macht der Computer in solchen Momenten eigentlich einen Ausgleich. Kurz vor Schluss. Abseits. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schäfer. Da kommt Inui. Wie gesagt, heute nicht so auffällig, wie ich ihn sonst kenne. Holt nochmal einen Einwurf gegen Lopez raus. Auch das dauert immer so lange. So, jetzt müssen wir uns mal hier freilaufen irgendwie. Aber wenn die Uhr läuft, also ich werfe dir nicht blind, ne? Rode. Ah, Tosic, das macht er nett für uns. Jetzt kriegt er auch noch einen Einwurf, oder was? Das ist ja der Hammer. Dass der zu Tosic kommt, ist für mich der Hammer. Und dass er hier den Ball behaupten kann, genauso. Tja, dann muss ich ihn leider wieder ins Ausschießen. Das ist sehr gut. Oh, jetzt fliegt er uns um die Ohren hier. Srinna, Achtung. Der kann nur nach außen weg und der geht auch nach außen weg. Toprak. Gut gemacht. Hm, hast du dir gedacht. Achtung, jetzt fehlt Toprak in der Mitte. Tosic. Suarez, wie immer. Oh, Glück gehabt. Ja, da ist er jetzt drin. Auch noch eine Latte. Co, Gott sei Dank, was ein Dusel. Aber auch wieder, das ist typisch lächerliche ELKI. Immer, jetzt genau wieder. Immer in diesem Fall. Jetzt halt mal die Fresse gerade und konzentrier dich. Das ist so lachhaft hier. Ich kann es nicht anders formulieren. So, das Ding ist hoffentlich vorbei jetzt. Jawohl. Übelstes Dusel. Aber trotz allem ist die KI einfach nur lächerlich, weil sie am Ende grundsätzlich jeden Ball gewinnt. Und dann sind solche Siege natürlich, ich meine, innerlich ein Reichsparteitag, um es mal auf Deutsch zu sagen. Sagt man ja so. Und hier seht ihr das Team der Woche Challenge, plus 600 Münzen, 1200 gesamt. Und da wollen wir mal gerade gucken, ob ein deutscher Manager auf dem Markt ist, mit dem wir weiterkommen. Der Rest muss uns erstmal egal sein. Ich denke, auch Verträge sind ausgelaufen bei meinen Spielern. Ich habe ja schon so ein paar Spiele, wie gesagt, gemacht. Ja, Challenge der Woche ist abgeschlossen. Das freut mich sehr. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Transfermarkt und werden mal gucken. Position wollen wir ja nicht, ne? Was müssen wir denn da eigentlich machen hier? Verbrauchsobjekte, Mitarbeiter. Mitarbeiter, wir wollen den Manager, wir wollen den deutschen Manager. Warum, wollte ich gerade sagen, warum geht das nicht? Und suchen. Guck mal, kann eigentlich nur der Yogi sein, ne? Eieiei. Der Yogi kostet zwar 8, so viel haben wir nicht. Das ist eigentlich immer der Yogi. Und dann hier? Schmidt. Okay. Löw. Wir haben lauter Yogis. Und einen Schmidt.
Für 2,9. So viele Münzen haben wir nicht. Skibbe! Skibbe! Aber kein Bundesliga-Trainer, ne? Das ist schlecht. Haben wir keinen Bundesliga-Manager? Geht das nicht hier einzugeben? Nee, wohl nicht. Liga. Da haben wir uns anders. Dann nehmen wir hier die Bundesliga rein und machen Nationalität erstmal alle. Ich glaube, da dürfen wir nicht so wählerisch jetzt sein. Dann haben wir noch hier Koller. Aktuelles Gebot. Oh, 200 aktuelles Gebot. Das ist natürlich interessant. Koller. In der Bundesliga. Naja, denn wen haben wir hier noch? Coleman? Naja, wie jeder sagt, wir haben noch 2 Minuten Zeit bei Koller. Dann haben wir hier noch Strascher, Botsch. Da Costa. Interessant, würde ich mal sagen, was hier für Trainer bei der Bundesliga zugeordnet sind. Aber Leute, wir scheißen drauf. Wir nehmen jetzt den Marcel Koller hier. Gucken wir erstmal, ob den einer haben will. Andernfalls, es könnte jetzt hochinteressant werden in den 2 Minuten. So, haben wir das auch hinter uns. Wir gucken mal, ob wir den kriegen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mal denke, ich zeige euch dann mal das Einzelspieler-Turnier oder ein Einzelspieler-Saisonspiel. Mal sehen. Wir sehen uns wieder. Haut rein!